So, das Schokobrot vom lieben Enderice gönnen wir uns auch gleich. Und dann machen wir uns mit dem Henrik auf den Weg, seine Kinder zu suchen. Bin gespannt, ob er auch durchs Portal kommt. Aber das werden wir jetzt sehen. Hm. Schlittenspuren? Hm? Wie hat sie ihn runterbekommen? Ach, Tobe. Kluges Mädchen. Du hast Lars wahrscheinlich mit in die Stadt genommen. Durch den Wald? Oh, wir sind wieder bei Tobe. Moment. Wie kann ich Röker aufhalten? Das ist mal eine echt gute Frage. Kind, Röker herrscht über das Reich, das du betreten wirst. Wir können dir dort nicht helfen. Ich habe mich so sehr darauf konzentriert, das Portal zu erreichen und jetzt... ich bin bereit. Was soll ich tun? Du musst stark sein. Du musst mutig sein. Okay. Tobe! Tobe! Lars! Ich glaube, wir nähern uns jetzt echt im Finale. So, wir sind neue Spuren. Der Schlitten. Aber er ist zertrümmert. Wieso seid ihr hier entlang, so weit abseits der Wege? Meine Tobe, mein kleiner Lars, allein in diesem Wald. Dieser Ort wird sie nicht kriegen. Er hat schon genug genommen. Okay. Ich möchte wissen, was mit der Mama passiert ist, weil offensichtlich hat es mit dem Wald was zu tun. Lars murmeln. Sie klappern immer, wenn er herumtollt. Er hinterlässt eine Spur für seinen Papa-Bär. Es sei denn, sie wurden getrennt. Sind sie für Tobe? Meine Tobe, zu erwachsen für ihr Alter. Alles nur meine Schuld. Ich wünschte, du wärst hier, um mir zu helfen, Eva. Ah, die Mama heißt Eva. Füttert ihr mich jetzt mit Schokobons, oder wie? Dankeschön. Dankeschön. Komm schon, Henrik. Finde sie und mache es dann besser. Alles klar, Enderice, alles klar. Sie leistet Widerstand, aber nicht mehr lange. Niemand wird sich unserer Stärke widersetzen. Es ist fast offen. Sie ist mächtig geworden. Okay, also während sich das Portal öffnet, sucht Papa nach den Kindern. Kommt Papa dann mit? Raben, sie sind überall. Sie sind mir nicht sympathischer als die Bäume. Tobe! Kinder! Tobe! Wie soll ich sie nur finden? Da sind die Murmeln, genau, da waren sie. Noch mehr Murmeln. Ich muss ganz nah sein. Tobe, Lars, seid ihr hier unten? Papa kommt, habt keine Angst. Ich muss mir jetzt ganz kurz schneuzen, Leute, es tut mir leid. Mikro gemutet dafür. Kind, unsere Kraft reicht nur, um das Portal kurz zu öffnen. Also beeil dich, aber vergiss nicht. Du musst den Weg zurück alleine finden. Oh Gott. Es gibt keinen Weg zurück? Ich denke es mir auch gerade. In dem Sinne mal Skull. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Egal was geschieht, ich werde bei Lars sein.
Er braucht mich. Das ist alles, was zählt. Sie ist so tapfer. Was um alles? Tobe! Das war Tobe. Sie ist weg. Wohin könnte sie gegangen sein? Jetzt haben wir ein Inventar mit ihm. Er wird das Boot nehmen. Wetten? Was hat das hier zu suchen? Wow. Nun sieh sich einer diese Burg an. Das ist der einzige Ort in der Umgebung, der an Zivilisation erinnert. Wenn Tobe und Lars hier irgendwo sind, dann wahrscheinlich dort. Das wäre jetzt aber irgendwie echt kacke, wenn er nur mit dem Boot rüber kann und die Tobe muss ein Portal öffnen und dafür 1000 Abenteuer bestehen. Es hat Ruder und wirkt stabil genug. Haltet durch, Kinder. Ich werde euch finden. Das war viel weiter, als es den Anschein hatte. Was ist das für ein Ort? Tobe! Was? Schön, dass er selber mal ruft. Ich bin hier, um euch zu finden. Oh, sie trägt die Unsichtbarkeitsmaske. Jetzt sieht er sie nicht, oder? Oder ist es nur Erinnerung an sie? Ich bin hier nicht allein. Ich glaube, es ist ein Geist. Eva, bist du das? Du bist gekommen, um mir zu helfen, nicht wahr? Eva. Das ist die Burg, die ich vom Strand aus gesehen habe. Sie ist größer, als ich dachte. Und so kalt. Warte, ich kann jemanden spüren? Es fühlt sich warm an. Lars, bist du das? Nein, er ist wirklich hier und er braucht mich. Aber ich habe nichts gegen Gesellschaft, wer immer du auch bist. Die sehen sich nicht. Oh mein Gott, jetzt kann ich zwischen Tobe und Henrik wechseln. Ich dachte, ich hätte da etwas gesehen. Tobe? Hey, Tobes Tagebuch. Wo kommt das denn her? Ihr lasst mich öffnen? Lars! Das hatte sie bei sich. Sie sucht nach Lars. Also wurden sie getrennt. Wer sind diese Wächter? Ich verstehe nicht. Aber sie ist hierher gegangen. Ich kann sie immer noch finden. Das Burgtor! Ich bin da! Die Wächter haben mir das Portal geöffnet. Ich denke, ich bin auf dieser Insel, die ich vorhin gesehen habe. Die mit der unheimlichen Burg. Aber sie ist nicht dieselbe. Ich bin in einem völlig anderen Reich. Es ist zu kalt. Dieser Ort fühlt sich nicht besonders freundlich an. Außerdem habe ich das seltsame Gefühl, nicht alleine hier zu sein. Die Wächter haben mir von ihrer Schwester, der Rabenwächterin, erzählt. Sie haben sie verbannt, weil sie ein gemeinsames Kind mit einem Menschen hatte, aber dieses Kind glich eher einem Monster. Sie versucht, ihn wieder menschlich zu machen, indem sie Kinder entführt und dunkle Magie einsetzt, aber bisher immer vergebens. Der Hirsch denkt, dass Lars irgendetwas an sich hat, was diesmal einen Erfolg verspricht. Ich muss endlich zu Lars. Moment, können die es reden? Nee. Okay. Kann ich hier mit den... Ich frage mich, was das ist. Sie ist allerdings zu hoch oben. Kann der darauf klettern? Nee. Mit Leertaste wechsle ich. Kommt Tobe da irgendwie hoch? Neues Abzeichen freigeschaltet. Die andere Seite. Schließe Kapitel 2 ab. Oh, wir haben Kapitel 2 fertig. Das heißt, wir befinden uns im finalen Arc. Eine Scheibe. Wieso funkelt sie so? Da kommt keiner von beiden ran, oder wie? Okay. Hat sie noch ihren... Ich will ins Inventar. Sie hat nicht mal mehr ihren Dolch, sie hat gar nichts. Alter.
Und diese Scheibe hier? Noch eine Scheibe. Ah, komplett zugefroren. Ja, aber das heißt, die Scheibe kann jetzt Henrik nehmen. Nicht quatschen. Geh zur Scheibe. Oh, sie stehen zu nah beieinander. Okay. Das wird noch interessant. Hm. Diese gemusterte Metallplatte scheint locker zu sein. Gegenstände werden zwischen Tobe und Henrik geteilt und können von beiden verwendet werden. Alles klar. Ich muss ganz kurz nebenbei was machen, sorry. So. Bin schon wieder da. Und willkommen zurück, Zaubi. So. Jetzt hat sie eine Mondscheibe. Okay. Wie hast du den Befehl programmiert, Enderize, dass er automatisch auf jemanden schießt? Was mache ich jetzt mit dieser Scheibe? Ich brauche diese Sonnenscheibe da oben. Nur wie komme ich da ran? Hier geht's nicht weiter. Oh. Boah, eine echte Pfeilspitze. Das kommt in die Sammlung. Okay. Kommt hier Henrik ran? Gucken wir mal. Ums Eck. Nee, der kommt hier auch nicht hoch. Aber hier ist eine Kiste. Kletterausrüstung. Ich schätze, es müssen schon vor mir Leute versucht haben, diese Insel zu erkunden. Das ist eine alte, zerknitterte Notiz. Sie müssen übereilt aufgebrochen sein. Endlich zurück. Und diesmal habe ich die Männer und die Ausrüstung, um mich auf die Suche nach... Gibt es vielleicht doch Hoffnung? Wonach haben sie hier gesucht? Sie kamen besser vorbereitet als ich, so viel steht fest. Gibt es vielleicht doch Hoffnung? Das ist ein zurückgelassener Kletterhaken. Den nehme ich mit. Kannst du das mit dem Kletterhaken... Nee, das wäre dann doch zu banal. Hier bei den Büschen? Moment, aber ich kann ja damit interagieren. Aber nur so. Okay. Aber im Eis. So à la Eispickel. Oder? Sollte doch gehen. Denke ich mir. Nee, hier nicht. Auch nicht. Damn, ich war mir so sicher, dass wir das als Eispickel missbrauchen können. Moment, gibt es hier drüben noch was hinterm Eck? Ja. Sieht wie ein Eingang aus. Wenn diese Stange bloß ein bisschen weiter auseinander wären, könnte ich mich durchzwängen. Papa Bär, mach mal. Und Enderize, ich trete dir auch gerne in den Allerwertesten. Immer wieder gern. Aha. Ha, diese Stangen sehen ziemlich alt aus. Vielleicht kann ich mich durchzwängen, wenn ich sie auseinanderbreche. Haha, danke Papa Bär. Weil jetzt kommt Tobe durch. Das ist seltsam. War dieser Spalt vor ein paar Sekunden nicht kleiner? Sieht aus, als könnte ich jetzt durch. Ich hinterfrage es lieber nicht. Schön. Ah ja. Hier kann ich nicht klettern. Ich würde sofort abrutschen. Die Kälte ist hier besonders schlimm. Ziemlich gruselig. Achso, da ist ein Eispickel. Sieht aus wie ein Loch, in das man etwas hineinstecken kann. Und hier auch. Genau, da braucht man die beiden Scheiben. Sonne und Mond. Ah, und von hier kommen wir jetzt aber zur Sonnenseite. Schön. Okay, das ist echt cool gemacht mit den zwei verschiedenen Welten, wo sie sich gegenseitig helfen müssen. Hab dich! Und jetzt in den Rucksack mit dir.
Dann öffnen wir jetzt das Tor für Papa Bär. Du schaffst das, Tobe. Natürlich schafft Tobe das. Was? Was willst du von mir, Enderized? Hey, sie passt. Nice. Yes. Irgendetwas passiert. Aber wie? Vielleicht habe ich etwas aktiviert, ohne es zu merken. Nicht direkt. Das willst du, oder? Gar nichts. Da kann ich nicht mehr interagieren. Schön, und so müssen wir uns jetzt Stück für Stück in die Burg hangeln. Finde ich mega. Und er kann hier jetzt drauf, was Tobe nicht konnte. Und vermutlich müssen wir diese Dinger da jetzt irgendwie runterbringen. Ich glaube, das ist das Gegengewicht für das Tor. Sieht so aus, als würde hier ein wenig Gewicht fehlen. Ja, Enderize, du hast mich verwirrt, weil du Olaf gesagt hast, aber er heißt ja Hendrik. Darum. Wir brauchen Gewicht. Oder wie? Und vermutlich ist das zu viel Gewicht, oder? Dann klettern wir mal los. Du willst traditionelle Namen haben, oder wie? Achso, sie kann hier gar nichts machen. Muss Henrik hier rüber klettern? Oder muss ich mir einen Eispickel irgendwas machen? Also mit dem Kletterding. Gut. Dann gucken wir mal, ob der Papa-Bär auch klettern kann. Doch deiner Tochter nichts nachstehen. Sieht so aus, als hätte jemand Kletterhaken in die Mauer geschlagen. Ho, ich bin kein Kletterer. Damit auch nicht? Okay, also Henrik klettert nicht. Doof, Mann. Aber hier draußen gibt es ja auch nichts. Nee. Da drüben gäbe es noch was. Aber er ist eh kein Kletterer. Wir brauchen ein Gewicht. So viel steht mal fest. Ich kann mich hier nicht durchzwängen. Ja, das ist mal klar. Schön wäre es, wenn er einfach Gegengewicht spielen könnte, ja. Wird einiges erleichtern. Huh. Damn. Okay. Also hier ist Papa Bär ziemlich useless. Komme ich hier mit dem Pickel auch nicht hoch? Ah, okay. Ein Versuch war es ja wert. Das Tor ist unten. Ich muss es aufkriegen. Aber wie? Sieht so aus, als wäre hier eine Art Mechanismus. Ich frage mich, wo der Schalter ist. Du brauchst einen Schalter? Du brauchst keinen Schalter, Tobe. Oh! Diese Platte sieht aus, als würde sie sich bewegen. Ja. Alles klar. Mal sehen. Okay. Sieht so aus, als wäre das Gegengewicht nicht schwer genug. Das heißt, wir brauchen hier definitiv Steine oder irgendwas. Ja, irgendwas, was wir mit dem Pickel rausschlagen können.
So wie das Eis hier zum Beispiel. Weil hier können wir ja mit nichts interagieren. Hä? Ja, nur mit diesem Mauerwerk. Das hilft uns nicht weiter. Irgendwas müssen wir machen können. Irgendwas habe ich noch übersehen. Kann ich nicht die Statue draußen einfach umwerfen? Papa wird doch stark genug sein, um die zu tragen. Okay, also hier geht nichts. Hier draußen noch etwas, was ich übersehen habe? Da! Tatsache! Warum wundert mich das nicht, dass ich das wieder übersehen habe? Zeit zu klettern! Dann stellen wir Tove gleich wieder auf die Plattform. Und switchen wieder zu ihm. Dann kann er jetzt das Gewicht anbringen. Und den Hebel betätigen. Gut. Okay, dieser Stein passt hierher. Nicht besonders hübsch, aber damit sollte es klappen. Es muss nicht hübsch sein, es muss funktionieren. Bin ich schon zufrieden. Voll okay. Ich dachte, der Hebel wäre versteckt. Nun, wird schon schief gehen. Es hat funktioniert. Eva, wenn du diejenige bist, die mir hilft, ich verstehe es nicht. Aber ich danke dir. Allein schaffe ich das nicht. Andreas, ist es deine neue Aufgabe, dass du ihm möglichst viele verschiedene Namen gibst? So, jetzt sind wir im Burginnenhof. Alles klar. Oh. Wo geht's hier hin? Okay. Kann ich hier irgendwas interagieren? Dieser Eingang wurde für immer versiegelt. Hier komme ich nicht durch. Ja, vielleicht in Tobes Welt aber nicht. Müssen wir uns dann noch anschauen. Alter, wie riesig ist diese Burg? Wow. Oh, noch mehr zurückgelassene Ausrüstung von der Expedition. Hm. Das ist eine Notiz. Tag 3. Dieser Ort ist gewaltig. Wir machen beim Kartieren seiner wahren Ausmaße gute Fortschritte. Aber wir stoßen dabei auf viele beunruhigende Zeichen. Das erfüllt mich nicht gerade mit Selbstvertrauen. Na, mich auch nicht. Also das ganze Kapitel 3 dreht sich jetzt um die Burg. Der Weg ist versperrt. Okay, dann holen wir jetzt mal Tove. Das Tor hat sich geöffnet. Hallo? Ist jemand hier? Das hätte nicht funktionieren sollen. Hallo? Hilft mir da jemand? Dieser Geruch. Ich kenne ihn irgendwoher. Rollmops? Oh mein Gott, wir nennen unseren Papa Bär jetzt nur noch Rollmops, okay?